Hallo Guido, mein Lieber. Vielen Dank für eine außerordentlich gute Frage. Ich bin leider gerade in Panama City angekommen, sonst hätte ich dir schon viel früher geantwortet und sitze hier gerade auf meinem Rooftop mit einem Pool. Das ist total geilo. Und ja, denk natürlich an niemand anders als an dich und deine Fragestellung, weil mein Wunsch ist natürlich immer, die Fragen schnell zu beantworten. Und habe mir da auch einiges aufgeschrieben. Sorry, dass ich ein bisschen wild aussehe. Hier ist gerade so ein richtig schöner, lauer Sommerwind. Ja, deine Frage ist im Prinzip, wie kann man am besten EK aufbauen, um in die erste Immobilie zu investieren? Wie geht man am besten mit dem Cash um? Denn auf dem Tagesgeldkonto bringt es ja nichts. Und wie du richtig festgestellt hast, halte ich überhaupt nichts von Fonds. Ich halte auch wenig von Bausparern, weil es da einfach viel zu viel Schmarotzer gibt, die mitinvestieren beim Bausparer letztendlich durch die Abschlussprämie und dann oft eine lange Phase, wo es keine Zinsen gibt, beim Fonds durch die Management-Fees von oft 2%, die letztendlich auch deine Rendite aushöhlen. Das heißt, wie würde ich das Ganze machen? Grundsätzlich ist am Anfang mal festzustellen, dass im Prinzip der Spruch Cash is King eine totale Fehlansage ist. Weil Cash ist definitiv überhaupt nicht King. Denn Cash ist im Prinzip überhaupt nichts wert. Was soll Cash auch wert sein? Du kannst mit Cash nichts anfangen. Cash ist genauso viel wert wie eine Uhr, die du nicht benutzt, oder eine Jacke, die im Schrank hängt. Erstmal überhaupt nichts. Denn Geld ist erst dann was wert, wenn du es einsetzt und wenn du damit was ausprobierst und wenn du damit was veränderst. Das heißt, grundsätzliche Feststellung mal, Cash ist überhaupt nicht King, Cash ist nichts wert. So ganz im Gegenteil, wenn du zu viel Cash hältst, dann ist es eigentlich wie beim Pablo Escobar, den kennst du bestimmt, war ja mal ein riesen Gauner, bekannt auch aus den Narcos-Filmen, riesen Drogenbaron. Ich habe auch mal eine Pablo Escobar-Tour in Medellin gemacht, war geil. Und das Erste, was ich da festgestellt habe, dass Cash überhaupt nicht King ist, denn der Pablo hatte so viel von dem, dass das verbuddelt hat und dann haben es die Käfer gefressen, dann ist unterlag es Schwund, auch Diebstahl, es gab tausend Gründe letztendlich, warum Cash nicht gut ist. Und am Pablos Beispiel konnte man eigentlich perfekt feststellen, dass man eigentlich Cash eher meiden sollte, sondern wenn du Cash einfach nur sparst, dann obliegst du auch dem Risiko der Inflation, was höher ist als angegeben, und dann wirst du es wahrscheinlich eher nur verlieren. So, jetzt wird es hier ein bisschen gemütlicher. Warte mal, jetzt rufe ich mich in meine Ecke. So, also mein Tipp definitiv an dich ist, so wenig Cash wie möglich zu halten. Denn, wie schon gesagt, Cash ist für nichts da und Cash ist definitiv nicht King. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich würde das in drei Stufen machen. Die erste Stufe, und das würde ich an deiner Stelle machen, ist, dass ich mal meine Lebenshaltungskosten festhalte. Und wenn du zum Beispiel Lebenshaltungskosten hast von 2000 Euro im Monat, dann würde ich dir erstmal empfehlen, bevor es überhaupt losgeht, mal eine Sicherheitsreserve anzulegen. Und die würde ich persönlich in Gold anlegen. Du kannst das Gold entweder bei einem Großhändler holen, deines Vertrauens, auf keinen Fall bei der Bank kaufen, da sind die Kurse meistens schlecht. Am besten fällt man mit Gold oder Schadeanstalten, also da, wo das Gold letztendlich auch gegossen wird, da kannst du günstig kaufen oder vom Großhändler. Oder was du auch machen kannst ist, also ich lagere mein Gold unter anderem auch bei goldmoney.com. Ich hau dir mal einen Link unten drin, das ist ein Goldlagerer, das finde ich persönlich ziemlich cool. Da kannst du geldhaft sparen und dein Geld quasi dann in Gold umtauschen. Und wenn du es wieder brauchst, dann kannst du das auf eine Kreditkarte aufladen und kannst dir quasi so dein Gold wiederholen. Finde ich ziemlich geil. Und da ist meine Empfehlung, deinen Jahreskostenbedarf mal zu hinterlegen. Das heißt, wenn das 2000 im Monat sind, dann würde ich jetzt zuerst mal 24.000 in Gold tauschen. Das heißt, wenn es irgendwie brennt bei dir, kannst du es umtauschen. Das Gold ist dann auch nicht der Inflation ausgesetzt. Du hast es also ziemlich sicher. Und das wäre erstmal mein Grundstock. So, wenn du das erledigt hast, dann wäre mein zweiter Schritt, dass ich in Sachen investiere, die Cashflow bringen. Sachen, in die keinen Cashflow bringen und wo man gar nicht weiß, was morgen eigentlich kommt, halte ich für keine gute Investmentmöglichkeit. Deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht so der Krypto-Fan, weil das geht hoch und runter. Keiner weiß, wann es hochgeht, keiner weiß, wann es runtergeht. Keiner hat eine Glaskristallkugel mit einem Foto drin. Deswegen würde ich hier auf Nummer sicher gehen oder auf sicherer gehen. Klar ist Rendite und Risiko ist wie siamesischer Zwilling, die bedingen sich beide. Aber ich würde hier
momentan in P2P als Konzept wählen. Also das sind Finanzierungen oder Kredite, die Privatleute anderen Privatleuten gibt. Man schaltet im Endeffekt eine Bank aus, sondern es gibt dann quasi so einen Mediator, Plattformen, die das übernehmen. Und da gibt es richtig schöne Renditen und auch relativ sicher. Also zum Beispiel eine Plattform, die ich gerne nutze, ist Bondora. Da gibt es momentan 6,75%. Das Konzept heißt dort Go and Grow mit einer täglichen Verfügbarkeit. Das heißt, du kannst da einfach Geld überweisen und die legen mit einer täglichen Verfügbarkeit dein Geld für 6,75% an. Also du gibst quasi anderen Nutzern einen Kredit. Läuft quasi so. Früher warst du vielleicht ein Konto bei der Sparkasse gehabt, hast einen Tausender auf dem Sparkassenkonto gelegt und hat die Sparkasse den Tausender genommen und hat das anderen Leuten, die ein Dispo wollen, zur Verfügung gestellt und hat letztendlich die sogenannte Arbitrage aus, du kriegst keine Zinsen und der einen Konsumentenkredit hat oder ein Dispo hat, zahlt 9% oder 10% Zinsen. Von diesem Delta haben die Banken gelebt und das ist der gut. Und heute lebst du halt von diesem Delta. Nämlich, dass du auf der einen Seite quasi dann dein Geld dort anlegst bei Bondora. Die schnappen sich einen Anteil und zahlen dir dann halt 6,75% als Rendite. Dein Tausender, den du quasi zahlst, wird in 100-mal-10-Euro-Scheinen verteilt und wird dann verschiedenen Leuten zur Verfügung gestellt. Jetzt heiraten hier auch noch welche, das ist total krass hier. Warte mal, das zeig ich dir. Ich zeig dir die Bilder von der Hochzeit. Ich bin jetzt hier auf dem Rooftop und genau daneben heiraten andere. Die hören jetzt wahrscheinlich mein Gelaber. Warte mal, schau mal. Doch, Hochzeit. Okay, witzig. Ich gehe jetzt mal weg von der Hochzeit, damit du wieder meine Stimme hören kannst. Also ich bin echt ein P2P-Fan und die eine Plattform, die man da gut nutzen kann, ist quasi Bondora, wo du halt momentan bei Go and Grow, so heißt das Konzept, 6,75% bekommst bei täglicher Verfügbarkeit. Alternativ kannst du auch das Risiko in der Asset-Klasse ein bisschen diversifizieren. Würde ich dir auch noch Mentos empfehlen. Mentos ist ziemlich nice, da gibt es bis zu 12%. Die haben quasi ein ähnliches Go and Grow-Modell. Und wenn du in diesen beiden Plattformen quasi dann dein Eigenkapital aufbaust, so dass du vielleicht zwischen 15.000 und 30.000 Euro hast, dann wäre das ein geiler zweiter Schritt. Und sobald du halt deine, sagen wir mal, 15, 20, 30.000 voll hast, dann nutzt du das als Eigenkapital, um dann deine erste Immobilie zu kaufen. Und so hast du eigentlich einen schönen Wasserfall. Zuerst mal Gold als Sicherheit, dann machst du P2P, um Vermögen aufzubauen. Und da gibt es auch wesentlich mehr Zins als auf ein Girokonto. Und wenn du da deine 15.000 bis 30.000 Euro zusammen hast, dann nimmst du das Eigenkapital und investierst das dann in Immobilien. Und dann hast du erstmal ein schönes, kleines, rundes Vermögensaufbaumodell. Ich hoffe, das hat dich weitergebracht. Und wie schon gesagt, Cash ist nicht King. Warte mal, habe ich mir noch was dazu aufgeschrieben? Also wichtig ist, in Cashflow-Konzepte letztendlich zu investieren, die regelmäßig Geld bringen und nicht in spekulative Sachen, weil spekulativ kann halt auch heißen, dass du deine ganze Kohle verlierst und das ist scheiße. Wir haben das mal bei Warren Buffett gelernt, nichts verlieren bringt den besten Vermögensaufbau. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir alles Gute aus Panama City. Sorry, dass ich noch ein bisschen verwurstelt bin und noch ein bisschen müde bin. Ich bin gerade erst angekommen und habe gedacht, ich mache dir eine Freude und erzähle dir, wie ich Vermögen aufbauen würde und wie ich auch Vermögen aufbaue, denn meine Devise ist, nur wer vorlebt, kann erzählen. Beste Grüße, Flo.